Ja, mit dem T-Rex zusammen begrüße ich euch zum nächsten Part, der gerade wieder auf der Jagd ist. Und anscheinend wieder mal hungert. Ja. Das ist nochmal seine Begrüßung. Und ja, im letzten Part haben wir hier das hier gebaut, ne? Ich habe es schon ein bisschen länger nicht aufgenommen. Also 4 Tage schon. Alles klar, wir haben jetzt wieder was Neues zum Gewinnen. Nachricht von Dr. Wu. Ja. Wo waren wir jetzt eigentlich dabei? Ich habe jetzt alles vergessen. Willkommen. Okay, haben wir gerade die Ballon-Tour. Womit kann ich dienen? Nachricht von Dr. Grant. Okay. Nur noch die Atmosaurier. Was sollen wir hier tun? Oh, ein Bernstein. Nachricht von Dr. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich verkaufe den mal lieber. Nachher ist er vom Galilimus okay. Und sowas, dann ist er umsonst. Aber wir sind schon Stufe 4. Ich muss kurz einen Überblick verschaffen. Ah, genau, wir haben uns hier auch weiter oben hochgebaut. Hier werde ich dann sozusagen das nächste Gehege ransetzen. Ich schätze mal, das können wir jetzt auch schon mal machen. Machen wir das so. Nachricht von Dr. Wu. Perfekt. Hier schön am Wasser. Ich wundere mich, dass es hier keinen Tsunamis gibt. Tun? Okay, wie viel können wir eigentlich Nachricht noch an... von Dr. Grant. Okay, wir haben gerade die Hälfte verballert. Das heißt, ich hoffe, es reicht noch für Dringende das große... Nachricht von Dr. Wu. Ja, die mich hier andauernd unterbrechen, ne? Absolut. So, wir können jetzt wieder was Neues forschen. Ballon-Tour ist da. Sich das bitte mal ansehen? Ja, ist gut, Skype. Da kommen wir uns die Aussichtskuppel. Boah, ist jetzt mal gut oder nicht? Mann, die ganze Zeit piept es nicht und jetzt auf einmal. Ich muss sagen, die Ballon-Tour, könnte man ich doch mal die... Ach so, ja, genau. Da müssen wir allerdings vorsichtig mit sein. Nachricht von Dr. Wu. Denn der stützt ziemlich gerne ab, also nicht so, aber wenn jetzt zum Beispiel Gifter ist und da schlägt ein Blitz ein und der stürzt ab und wir machen das über ein Fleischfressergehege. Gut zu wissen. Das Sie ist nicht um so toll. Kümmern. Das werden Besucher nämlich gefressen. Nachricht von Dr. Grant. Also bleiben wir mal lieber hierbei. Boah, $50, ey. Wie lauten Ihre Anweisungen? Okay, macht jetzt keinen großen Unterschied, wir können das andere verkaufen. So. Ja, der fliegt dann hier rum, wir können ein paar Bilder machen. Das bringt dann Punkte. Die Punkte... Naja, warte mal. Ja, komm. Hä? Geht das nicht mehr? Ah, oh, ich hasse diese Scheiße. Okay, wir haben wieder einen nächsten halben Stern gefunden. Aber komm. Zum Ballon springen. Ja, selbst. Jetzt darf ich Fotos schießen. Ich denke, wir machen mal ein paar. Wir haben jede Menge Punkte bekommen, weil wir sehr viele Dinos drauf bekommen haben. Wunderbares Arrangement. So, der T-Rex. Umso mehr Dinos wir eigentlich drauf bekommen, umso besser. Wunderbares Arrangement. So, ja. Viel weiter können wir, glaube ich, nicht gucken. Ausgezeichnet. Da hinten haben wir noch 3 Torosaurus. So. Ja, ich weiß nicht, was könnten wir nochmal mit den Bildern machen? Fotos ansehen. Wow, Alter, heftig. Voll die geilen Fotos. Na ja, egal. Darf ich Ihnen ein paar Anregungen geben? Ob wir wieder... Ach nee, ich habe gerade... Wie lauten Ihre Anweisungen? Irgendwie gelesen, dass wir eine Goldablagerung bekommen haben. Warum auch immer. Jetzt kommt halt die Frage, Raptoren könnten wir da reinbauen, Hallo. Ne? Ah, wunderbar, die haben wir auch zu 100%. Alles klar, dann bauen wir mal Raptoren hier rein. Boah, das ist ein bisschen zu groß. Mache jetzt ein bisschen hier die Küste weg. Nachricht von Dr. Grant.
von Dr. Grant. Hier sind natürlich kaum Pflanzen, das wird auch wieder teuer. Bald haben wir keine Brutstation mehr. Ich finde das einfach scheiße geregelt, dass man nur begrenzte Anzahl von Gebäuden kaufen kann. Das ist einfach so bescheuert gemacht. Ich meine, das hätten wir auch mal lieber verändern sollen, also damals mit der Spielveränderung oder Fürst der Ziege. Das ist einfach dämlich ist. Warte mal, Putzstation, wo ist die letzte, die wir gebaut haben? Da hinten, ne? Ja, ich denke, es wird mal Zeit wieder für eine weitere. So, da einmal hin. Gut zu wissen, schlauer Schachzug. Und dann machen wir jetzt Pflanzen hier rein, damit die es auch heimisch haben. Mach mal die Polarbäume. Nachricht von Dr. Grant. Wie ist teuer sind die anderen, die modernen Bäume? Die sind billiger. Gut, dann mache ich lieber die modernen Bäume. Verdammt teuer, ey. Alles klar, so. Was sollen wir hier tun? Ja, die finden jetzt nichts mehr, weil die Minen-Dinger alle erschöpft sind. Guten Fleischfressernapf packen wir den mal hier so am Wasser. Oder hier, wo hier kaum Pflanzen sind. Und wieder einige einrichten, nein. Attraktionen. Mal drehen. So. Können auch eine Aussicht zum Bauen, ja, der letzte Set da hinten, das lohnt sich dann. Diese Maus, ne, ich habe das schon öfters gesagt, die nervt mich so sehr hier. Na gut, wenn wir hier gerade bei Toilette, obwohl da vorne ist eine Toilette. Hier oben können wir noch eine setzen und gleich noch eine Essensbude. Ja, Ausruhplatz würde auch noch passen. Haben wir hier einfach mal alles hin. Den allerdings, ne, ich wäre da noch Gehege bauen. Ja, ich denke mal Sandwich und eine Action Chili machen wir mal. Ups, nein. Ah, $14. Ungefähr 7 Euro für so ein scheiß Sandwich. Was sollen wir hier tun? Wow, habe ich das echt alles verpasst? Nein, ist ja peinlich. Gute Entscheidung. Da können wir verkaufen, durchschnittlich niedrig, niedrig, ja toll, bringt nicht viel. Puh. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld. Nein. Genau, ich wollte noch Aussichtsturm. Da. Nachricht von Dr. Grant. Was sollen wir jetzt tun? Warte mal, haben wir jetzt eigentlich schon... Tatsache, wir haben schon wieder was frei. Wir waren hier, ne? Und da oben ist noch was. Ich möchte natürlich noch gerne den Atmosaurus freischalten. Also 100%. Ah, 79 reicht nicht ganz. Genau, wir können jetzt die Velociraptor züchten. Warte mal. Hier mache ich allerdings Kühe rein. Gut. Weil die können die wunderbar fressen, die gehen dann nicht so schnell leer, so wir haben da, ich schätze mal, Nachricht von Dr. Wu. So 10 Stück oder so, bisschen eng, aber naja. Was würden Sie in dieser Situation vorschlagen? Leute sind auch alle relativ zufrieden, hier rollen sie nicht mal rum. Ich könnte hier oben auch mal noch einen Eingang bauen, ne? Ich glaube, das mache ich auch. Nachricht von Dr. Grant. Ah ne, wir gucken uns erstmal die Raptoren an. Was sollen wir hier tun? Oh, Tricerat. Ach so, wir haben schon. Tricerat? Na? Meine Damen und Herren, wir sind außerordentlich stolz, unsere neueste Attraktion ankündigen zu dürfen. Den Velociraptor. Lassen Sie sich von der Größe nicht täuschen. Diese Raptoren werden schon bald unsere aufregendsten Exponate sein. Genießen Sie diese Dinosaurier ohne Angst. Denn Sie wissen, die Sicherheit ist bei uns oberste Priorität. Ja. Ah, das ist richtig raufgesprungen, hat seinen Hals gebissen. Das machen sie übrigens auch mit anderen Dinos, dass sie auf die springen. Der allerdings hat jetzt eigentlich nur aus Vergnügen getötet. Finde ich jetzt nicht so toll, aber naja. Ceratops. Oh, hier fehlen ja noch sehr viele Sachen. Hier
finden so viel von diesen ganzen Gelddingern, aber nicht so, was uns halt bei den Fossilien hilft. Ich meine, es ist auch ziemlich cool, wenn man hier reinkommt, man hat sofort die Raptoren. Blickfeld, ja, ich mach das mal hier. Da ist dann auch gleich rechts das Essen und alles. So, ich könnte jetzt eigentlich den Preis mal ein bisschen höher machen. Nachricht von Dr. Wu. 700. Gucken wir mal, ob das die Leute bezahlen. Was sollen wir deswegen tun? Alter, wie viel? Ich denke, wir sollten über ihre Leistungen sprechen. Der Ingenieurvorstand ist mit ihrer Verwaltung des Parks in diesem Quartal sehr recht zufrieden, alles klar. Haben Sie einen Moment Zeit für ein Gespräch mit uns? Nein. Wo kommt der Hubschrauber? Hi! Läuft. Ist das echt 700? Ja? Krass. Nachricht von Dr. Grant. Ja, mal immer 9 rein. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, hier haben wir das gefunden. Jede Menge wieder zu. Boah, ich kann es heute echt nicht sprechen. Na gut, wir haben es jetzt schon abends. Eigentlich nehme ich abends nie auf. Ich wollte jetzt eigentlich sowas aufnehmen. Ich lade das eben morgen erst hoch. So, bist du ein wenig zufrieden? Wieso jagt ihr denn alle? Fress doch mal die Kühe auf. Womit kann ich dienen? Toll, ich kann es nicht ausgeben, weil die scheiß Kuh darauf liegt. Nachricht von Dr. Wu. Naja, egal. Was würden Sie in dieser Situation vorschlagen? 69% ist jetzt hier Triceratops fertig. Da, Nachricht von Dr. Grant. Bei denen darf man keine Safari-Autos langpacken, die stoßen die um. Wie lauten Ihre Anweisungen? Nichts gefunden. Mal kommt, es findet aber noch was. Ich wüsste gern Ihre Meinung hierzu. Okay, den haben wir zu 100% abgeschlossen. Das ist... Dringende Nachricht der hier. Von Dr. Wu. Ja, unser Aussichtskuppel ist fertig. Ja, jetzt gibt's eigentlich nicht mehr viel, ne? Können das hier mal machen. Wachturm. Boah, es hat aber gekostet. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Geld. Für die Leute, die jetzt erst dazu gekommen sind, ich lasse euch von der 6 darum nicht täuschen. Das zählt nicht. Für mich zählt nur dieser hintere Betrag hinter der 6. Nachricht von Dr. Grant. Alter, die da hochfauchen, ne? Ist ja richtig abartig. Ja, die sind alle auf Jagd, aber... Schön, Sie wiederzusehen. Ich kann dir nichts... Doch, jetzt endlich mal. Wie scheiß Kuh da drauf lag. Ja, die sind... Man fress sie doch mal. Wenigstens jetzt ist mal einer, die. Ich wollte schon sagen. Oh, das ist übrigens der Anführer des Rudels. Hier in der Krone zu erkennen. Ich finde das nicht toll, wenn die, okay, das ist der Jagdinstinkt, aber wenn jetzt halt einfach nur jagen und dann das gar nichts bringt. Ich meine, das kostet Geld. Die jagen einfach, um mal zu töten. Das finde ich jetzt nicht so toll. Nachricht sollen von das gefällig Grant. Aufessen. Was sollen wir jetzt? Oh, wieder was vom Triceratops. Oh, toll, so ein kleines. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 74. Gut, das haben wir eigentlich so alle Dinos, die ich unbedingt bauen wollte, ne? Ich überlege gerade, wenn ich jetzt hier das Gehege... Nachricht von Dr. Grant. Vielleicht baue ich hier das ganz große Pflanzenfressergehege hin. So dass man dann einmal darüber kommt, darum kommt. Und willkommen. Also es ist so eine zum Kreis geht. Hier außen können wir noch andere Gehege bauen. Wenn es dann diese... wie nennt man das? Ist ein Platz reicht, weil wir sparen ja dafür hier diese Abschnitte.
gegeneinander bauen. Die Leute sind anscheinend alle zufrieden. Geld bekommen wir auch gut rein. Die Raptoren brüllen, was das Zeug hält. Können wir mal ein Foto schießen, ne? Wo ist denn dieser scheiß Ballon? Nachricht von Dr. Grant. Der T-Rex ist auch am Rummel. Ich verstehe, ne? Ich verstehe gar nicht, dass sie hier keine Angst haben, wenn das Gitter davor steht. Oder wenn er sich da vorstellt. Eigentlich, wenn die den sehen, müssen die ja trotzdem Angst haben. Na gut, Bernstein würde sich halt lohnen wegen Triceratops. Aber ich will halt das Geld haben. Nachher ist das von den anderen Dinos, die wir schon haben, und dann ist das einfach verschenkt. Was sollen wir deswegen tun? Da kommt der Hubschrauber. Können wir die Raptoren sehen von hier? Ausgezeichnet. Ja, drei benutzte Raptoren. Die unten sehe ich gar nicht. Doch ein. Man muss das am besten auf weite Distanz machen. Das bringt später ordentlich Punkte, wenn wir hier oben hier ganz viele Dinos drin haben. Das wird dann schon ordentlich Punkte bringen. Ja, die lassen sich gut gehen. Ich frage mich allerdings, ob wir die Triceratops hier mit reinpacken können. Ob die sich vertragen. Ich meine, es sind ja alles die Klasse der Schädelköpfe, also alles Rassen der Schädelköpfe, sag ich jetzt mal, oder der Dreihörner. Die Dreihörner sind das alle nicht. Ich weiß nicht die genaue Bezeichnung für die. Schädelkopf heißt das, glaube ich, wegen diesem Knochenschild auf dem Kopf. Hier auch immer komische Fehler hier. Tja, lassen sich's aber gut gehen hier im warmen Wasser. Und jetzt muss ich erstmal was gucken. Ich habe keinen Bock auf den Wirbelsturm, ne? Ich habe den früher auch immer mit einem Cheat ausgeschaltet, weil mir das echt so dämlich ist. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt das große Gehege schon mal anfangen zu bauen. Ich speichere jetzt erstmal. Da auf den alten Speicherstand. Ich denke mal, gucken mal. Den jetzt hier so lang ziehe. Nachricht von Dr. Grant. Ist ein bisschen klein, ne? Was sollen wir hier tun? Na, es geht eigentlich noch. Und dieser Berg ist ziemlich scheiße hier mittendrin. Weil die Dinos können da ja nicht hochgehen. Diesen Hügel lasse ich hier so ein bisschen. Mal. Ups. Nein, ich werde es kleiner machen. Mir kommt das GG echt viel zu klein vor. Und willkommen. Falsche Taste. Vielleicht ziehst du doch noch mal einen größer. Nachricht von Dr. Grant. Ah, das sieht ja schon ein bisschen besser aus. Was sollen wir deswegen tun? Ja. Und dann setzen wir hier noch so ein kleines Flussbecken schon mal ein bisschen. Na gut, die ganzen Berge, toll. Ja, ich denke mal, es sieht so ganz gut aus mit dieser kleinen Insel hier. Ich denke mal, Pflanzen mache ich zuletzt, weil die diese Polarbäume brauchen. Weil ich will da noch Brachiosaurus und sowas reinbauen. Ich denke, manchmal ist keine so große Erde. Aber so, dass wir genug haben. Nachricht von Dr. Gut, wir haben noch ein bisschen was. Jetzt kommen noch einige Dinosaurier. Aber okay. Wir haben hier wieder was vom Triceratops. Einzigartig, das ist gut. Mein Ohr juckt natürlich wieder mal. Ganzen Tag, jedes Mal juckt das nicht, ausgerechnet, wenn ich das Headset aufsetze. Nicht mal, wenn ich Musik höre. So, ich könnte ja schon mal das Teil hier reinsetzen. So.
bei euch jetzt noch nicht. Nachricht von Dr. Wu. Es laufen die Besucher da lang und heulen da drum. Keine Toilette oder nichts zu trinken. So, machen wir das so. Können Sie sich darum kümmern, während ich mir etwas zu trinken hole? Ja, hol dir dann trinken. 83%, jetzt ist halt die Frage, wie teuer. Ich mir alle drei kaufe. Nachricht von Dr. Grant. Ich warte noch ein bisschen. Ja, schon wieder 20 Minuten. Wie lauten Ihre Anweisungen? Nachricht von Dr. Grant. Ne, ich hab schon mehr als genug. So. Ja, und sehen wir hier den Ballon. Ansonsten, mein Lieblingsdino pennt eine Runde. Mein Spino. Ich mag den. Das ist ziemlich cool. Ich mag auch dieses Rückensegel. Das dient ja eigentlich zur Erhitzung des Körpers, für die Leute, die es nicht wissen. Es speichert halt die Wärme von der Sonne und gibt es dann in den Körper weiter. War doch so, ne? Also ich habe darüber gelesen, dass es so ist, aber nicht, dass es jetzt falsch ist. Na egal. Der hier trinkt auch einen Schluck. Nachricht von Dr. Grant. Oh, das ist ja keine Hitzewelle, ist ja ganz normal. Wir haben hier, wie viel Grad? Kommt, zeig mal die Gradzahl. 28 Grad, das geht noch so. Die haben sich hier schön kühl am Meer, die bekommen ja immer eine schöne kühle Brise. Was sollen wir jetzt tun? Also ein Operlauf. Ihr sollt mir keine Operlaufen bringen, ihr sollt mir Skelettknochen bringen. Oh, der frisst hier direkt am Gitter. Sieht bei euch aus, alles in Ordnung. Wir können aber eine Runde mit unserem Heli fliegen. Gut zu sehen, dass Sie sich um alles kümmern. Ja, und mit unserem Heli eine Runde über den Park fliegen. Hey, wieso ist die Batterie denn immer halb leer? Ich versteh's nicht. Komm mal um links, die ist halb leer, sobald wir starten. Nachricht von Dr. Grant. Warte mal, ist das bei dem auch so? Ne, bei dem ist sie voll. Komisch. Wir können jetzt an, wir können da noch gar nicht schießen. Ich könnte jetzt eigentlich grob einfach mal so ein Dino erschießen lassen. Pflanzenfresser sollten wir allerdings nicht erschießen. Das Gehege sieht schon ziemlich cool aus, wenn hier noch Pflanzentypen drin sind und alles. Müssen auch dann regelmäßig neue Pflanzen reinmachen, weil die Brachiosaurus zum Beispiel das auffressen. Die können ja nicht an den Boden. Also die reißen sich halt das Futter dann aus den Palmen, wie in echt damals. Was sollen wir deswegen tun? Und die können den Hals nicht so komplett nach unten biegen für die Futternäpfe. Wie geht's euch hier? Oh, die spenden alle eine Runde. Es müsste mal einen zweiten Teil hiervon geben. Also ich weiß nicht, dass es... Ich wüsste jetzt nicht, dass es hiervon einen zweiten Teil gibt. Das wäre aber echt cool. Okay, man kann es zum Beispiel in Zootycoon kann man auch Dinosaurier bauen. Zootycoon 2 weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall im ersten Zootycoon. Ah, Zootycoon wäre cool, mal wieder zu spielen. Ich habe es leider nicht mehr. Das ist halt mein Vater. Das war cool. Zootycoon 2 habe ich hier. Da kann man allerdings keine Dinos züchten. Konnte man noch Dinos züchten? Sonst eigentlich nirgendwo. Wir haben auch bald unsere 5 Sterne, fehlt nicht mehr viel. Der hier heult rum, warum auch immer. Stimmt wieder bei ein paar Menschen rumlaufen, ne? Das sind Menschenmassen für dich. Die paar Leute. Du kennst ja gar nichts. Boah. Ich denke, wir machen es auch so ungefähr eine Nachricht Minute. Wir haben 24 Minuten. Ich bin hoch erfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Verwaltung des Jurassic Parks all dem entspricht, das wir uns erhofft hatten. Wir haben endlich sogar die 5-Sterne-Wertung erhalten. Damit ist es also offiziell. Jurassic Park ist der größte Vergnügungspark der Welt. Ja, jetzt hätten wir es eigentlich durchgezockt.
Ja, ja, herzlichen Glückwunsch, hat er ja vorgelesen. Sie können gerne noch bleiben und sich um ihre Dinosaurier kümmern. Natürlich werden wir noch. Was sollen wir jetzt tun? Wir hören sozusagen erst auf, was ich höre auf, wenn der Park fertig ist. Ziemlich cool, das heißt, wir können jetzt alle letzten Ausgrabungen freigeben. Mache ich aber erst nacheinander. Und wisst ihr was? Willkommen. Soll der Geist, ich kaufe jetzt einfach die letzten Dinger. Gut. Dann gucke ich noch, ob es reicht. Dann gebe ich die nächste Stufe frei. Hey. Hi. Ja. Und dann beende ich den Part. So, warten wir noch einen Augenblick gerade. Dann gucken wir weiter. Dann sehen wir weiter. Bauen wir den nächsten Part dann Triceratops da rein. Und dann, sobald es geht, auch die ganzen Pflanzenfresser hier. Es wird wohlmöglich von jeder Art so 2-3 bauen, dass es nicht allzu voll wird. Früher war ich so krank, habe so ein Riesengehege gebaut, also so groß wie die hier alle zusammen. Nachricht von Dr. Wu. Aber die sitzen eh die meiste Zeit nur im Wasser. Was sollen wir deswegen tun? Dringende Nachricht von Dr. Wu. Alles klar, die brauchen ein neues Forschungsprojekt. Gute Art. Dringende Nachricht von Dr. Settler. Oh, einer ist krank. Dino-Kolleg. So, lassen wir den mal, impfen wir den mal. Ja, komm, impfen wir mal gleich die ganze Art, weil die eh alle gerade krank werden. Der Rest ist ja dagegen schon geimpft. Was sollen wir deswegen tun? Vielleicht erstmal in Ruhe durchgucken. Was für ein fantastisches Ergebnis. Sie haben die Wertung erfolgreich auf 5 Sterne erhöht. Jurassic Park ist jetzt der größte Vergnügungspark der Welt. Der gesamte Engine-Vorstand beglückwünscht Sie und Ihre Bemühungen. Alles klar. Kehre zur Basis zurück. Nachricht von Dr. Grant. Oh, wir haben Geld dafür bekommen, da kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist eine absolute Katastrophe. Würden Sie jetzt bitte etwas unternehmen? Cool. Alles klar, weil das Bild so erfolgreich war. Ich mache nochmal eins. Komm, dreh dich mal. Ach so, wir hatten schon mal ein Foto davon, ne? Genau. Das zählt ja nicht, wenn wir schon mal die Dinos fotografiert haben. Alles klar. Es wird langsam. Wie, das hat nicht... Sie sollten öfter vorbeikommen. Na egal, ich denke, das reicht dann jetzt, dann machen wir das doch anders. Ich warte halt auf das nächste Mal, dass wir dann den Triceratops voll kriegen. Na gut, dann speichern wir gemeinsam noch und dann hören wir auf. Da. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.